Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Udin. Und ich habe euch versprochen, wir machen ein Video zu der Rotortöse. Die muss ich erstmal ein Stück hier rüberschieben. So, da haben wir das gute Stück. Ich werde die mal so filmen für euch. Macht sich vielleicht ein bisschen besser. Wir haben hier einen Knopf, der so aufmacht. Hier haben wir die Gradzahlen. Wir brauchen jetzt natürlich jetzt auch volle Pulle auf 190 Watt, 190 Grad. Hier steht auch, was wie lange braucht. Da haben wir dann die Liste, das Licht und da Roto-Frame. Hier ist noch der Reinigungsstutzen drin. Den müssen wir erstmal rausnehmen. Und in der Anleitung steht, meine Frau hat es durchgelesen, wir sollen den Korb rausnehmen, bevor wir da das Öl einfüllen. Ich nehme jetzt aber erstmal noch die offene Flasche. So, und wir haben nämlich, sieht man jetzt so ein bisschen diesen Strich? Da steht Maxi. Mini und Maximum. Also hier, da ist Minimum und da ist Maximum. So, und da füllen wir jetzt einfach mal hier Öl rein. Also das ist hier nur ein kleiner Pisseschluck, was hier noch drin war. Das war keine ganze Flasche, das war halt nur wirklich, also da ein bisschen über dem Schild bedeckt, also bis hier war es in etwa da. Und ihr seht, das ist schon ordentlich was drin. So, jetzt muss ich gucken, dass ich das mit einer Hand hier aufkriege. Ja, Katze ist auch neugierig. Denkt, ich habe das Öl nicht mehr aus dem Schrank geholt. Und das Öl ist, ja, in, ach Mensch, oh, das Öl ist in dem, na komm, wartet mal, ich muss mal so machen. Das Öl ist im Apothekerschrank und wenn der aufgeht, war bei den Kartoffeln, war das Öl mit drin in dem Fach. Und die Katzen denken dann gleich immer, oh, fressen, weil das ist eine Etage tiefer. So, und jetzt kippen wir hier nochmal ordentlich was drin und gucken halt, so, oh, da passt noch, also passt mehr drin, als ich gedacht habe. Wir sind jetzt schon beim Minimum. So, und jetzt sind wir so in etwa, wenn ich das richtig sehe, bei Maximum. Und ihr seht, ja, so eine Flasche in etwa passt drin. Ein bisschen mehr als eine Flasche, würde ich jetzt so sagen. So, jetzt machen wir das einmal zu. Ah, hier habe ich schon Schokolade rangeschmiert. Oh, vom Kuchen. Und hier hinten haben wir hier so ein kleines Fächlein. Das ist auch ganz cool. Das finde ich saugeil. Das ist bei meiner alten Fritteuse leider nicht. Wartet mal, ich muss jetzt hier noch das aufdrehen. Moment, ich lege euch mal kurz beiseite. So. Müssen wir nämlich aufdrehen hier. Bei meiner alten Fritteuse, da hat der Kabel einfach nur runtergehangen und das ist echt scheiße, den dann irgendwo unterzubringen. So. Jetzt nehmen wir das raus und machen hier das erstmal ran. So, jetzt drehe ich mir die Fritteuse wieder um. So, jetzt leuchtet hier die rote Lampe. Und die gibt so ja schon Geräusche von sich, ich höre schon was. Und hier oben haben wir auch noch einen Filter drin, den kann man dann hier oben so rausmachen. Da bin ich an den Knopf gekommen und mit meinem dicken Bauch. So, die kann man nur nachkaufen, die Filter, und ich hoffe, dass es dann hier nicht mehr so stark nach Pommes riecht, weil meine Frau steht total auf Pommes. Ich auch, meine Tochter sowieso, also da kennt er ja. Wir waren ja alle mal jung.
So. Und jetzt müssen wir eigentlich nur warten, bis die Lampe da unten nicht mehr leuchtet. In der Zeit werde ich mal, ja, ihr seht jetzt kurz mal meine Flaschen. Oh Gott. So, einmal Pommes. Schatzi, was noch außer Pommes? Wo sind die? Oben, okay. So. Ja, toll. Oh, alles verbaut hier. Wo oben? Ja, noch mehr verbauen hättest du das nicht können. Oh, ja. Und Nuggets packen wir auch noch drin. So, Frauchens Pizza wieder rein. Ach Gott. Ich brauche ein größeres Gefrierfach. So. Und wir wollen jetzt hier einmal Nuggets machen. Das sind die, aber ich habe jetzt keine Tüte davon da. Das sind die Nuggets American Style von Roten Netto. Und das sind die Pommes vom Roten Netto. Die holen wir uns immer, weil das sind halt die dicken. Das werdet ihr da gleich sehen. Ich muss euch mal kurz einhaken hier. So. Jetzt seht ihr halt nur mich von der Seite und meinen dicken Bauch. Schneiden wir die Pommes einmal auf. Schatzi, die ganze Tüte? So, die stellen wir uns einmal da hinten hin. So, das ist für einen gelben Sack. So, und dann haben wir hier noch die Nuggets. So. Bei den Nuggets müsst ihr aufpassen. Die wirklich nur ein bisschen schütteln vorher, so dass das Kleine erstmal nach unten geht und die so rausnehmen und drin machen. Nicht mit diesem kleinen gebröselten von unten, das verdreckt nur das Öl. Und das wollen wir ja nicht. So. Das kann ich euch wieder nehmen. So. Jetzt haben wir die auch hier. Können wir mal aufmachen. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, also die wird extrem schnell warm, muss ich sagen. Und auch nichts an der Seite. Oder hinten? Nee, nix. Vorne auch nicht. Also die ist gut isoliert. Da muss man ja auch aufpassen heutzutage. So, dann mache ich jetzt hier mal einen Cut und mache da gleich die Pommes drin. Und dann werde ich euch mal so zwischendrin auf dem Laufenden halten, weil jetzt kommt sie langsam in Betriebstemperatur. Ich will das Video aber nicht ewig strecken. Deswegen mache ich halt mit Cuts. Aber den Anfang wollte ich halt komplett drauf haben, dass ihr seht. Und steht auch in der Anleitung drin, dass ihr den vorher rausnehmen müsst. Und das Öl kommt auch vorher rein, bevor ihr überhaupt den Stecker reinmacht. Also erst Korb raus, Öl rein, dann Stecker rein. So, und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich. So, die ist auch echt scheiße schnell heiß geworden. Also ich war nicht lange weg. Jetzt haben wir den Korb. Hier unten ist auch das Loch drin, damit es dann dreht. Jetzt nehmen wir erst Pommes. Ja. Und da passt so ja noch mehr drin. So, machen wir noch. Pommes werden so wie aus wie zwei Lagen. So, machen wir nicht zu viel drin. Obwohl, wir wollen die ja testen. Dann gerade. Wir wollen ja gucken, ob das auch was bringt. So. Scheiße, ja. Wir machen einfach mal die ganze Tüte drin hier. Und dann werden wir gucken, ob das was bringt. In meiner alten Fritteuse hat nicht der ganze Beutel drin gepasst. Da musste ich immer zweimal machen. So. Also ich habe jetzt hier eine ganze Tüte drin. Und zwar, damit ihr seht, das ist wirklich ein Kilo. Jetzt muss ich euch noch mal hochnehmen. Jetzt
gucken wir mal, ob wir das hier vernünftig hinkriegen. Ich muss den Bildschirm drehen. Das machen wir hier erstmal auf. Da müsst ihr aufpassen, am besten nicht. Ja, ich bin wirklich nur warm. Gut, wenn man länger ist, wird es wärmer unten drin. Und da seht ihr schon, wenn ihr da genau hinguckt, wartet, ich zoome mal ran, ich bin nicht mit der Kamera direkt über das Öl, da dreht sich's. So. Ich hoffe, das hält auch lange, weil mit dem Drehen, ich weiß nicht. So, jetzt machen wir das hier da so rein. Machen den Deckel zu, ziehen das hier hoch und machen rein. Aber da dreht sich nichts. Ach, jetzt. Hat ein bisschen gedauert. Muss halt ein paar Drehungen abwarten, bis das sich denn da von alleine einrastet. Und da seht ihr das. Aber alle werden nicht. Also da sind eindeutig ein paar, die nicht werden. Wo doch ein bisschen zu viel ist. Also ich glaube da, können wir mal kurz gucken. Ja, da sind viele, die nicht im Öl sind. Also da muss ich denn doch demnächst noch ein bisschen was weniger nehmen. Ich glaube, ich nehme noch ein paar raus. Weil das ist eindeutig zu viel, weil wir sehen ja, dass es denn hier oben nicht wirklich wird. Da muss ich wirklich noch ein paar rausnehmen. Also ein Kilo ist wirklich doch zu viel. So. Also dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich werde hier so noch ein paar Pommes rausnehmen müssen und ja, ich halte euch auf dem Laufenden. So, ich muss euch mal ein bisschen drehen. Ich habe jetzt die Pommes hier schon, die erste Ladung in meinem Körbchen. Habt ihr gewürzt mit Salz und Paprika. Edelsüß, kann ich euch empfehlen. Meine Frau kannte das nicht, jetzt steht sie total drauf. Kam meine Mutter mal damals vor etlichen Jahren damit an. Und jetzt sehen die auch so ein bisschen. Ja. Ja, ein bisschen Paprikapulver ist halt dran und jetzt kosten wir mal. Definitiv gut. Die sind knackig. Aber wirklich. Sehr, sehr gut. Definitiv besser als meine alte Fritteuse. In der Mitte nicht zu hart. Also außen schön knusprig, in der Mitte noch weich. Also absolut perfekt. Wirklich richtig geil geworden. Muss ich aufpassen, dass ich nicht alle wegfatte. Futter. Und ich habe jetzt noch eine Ladung drin. Da mache ich jetzt einfach die Nuggets mit dazu. Ich habe jetzt 50-50 geteilt. Eine Hälfte Pommes, eine Hälfte Nuggets. Dann nehme ich einfach die Pommes raus. Die sind ja dann was hart und die Nuggets kann ich dann drinnen lassen. Kriegt schon irgendwie hin. Und dann würde ich sagen, dann können wir jetzt schon mal anfangen zu essen. Ich habe meiner Frau schon Ketchup und Mayonnaise hingestellt. Ich mache meistens nur Ketchup. Ganz selten, aber ich esse die meisten wirklich so. Also wirklich echt eine super Fritteuse. Also von mir einen Daumen hoch. Ich kann sie echt empfehlen. Mal gucken, wie sie jetzt im Langzeittest ist. Also so oft machen wir auch nicht Pommes und so. Wir haben noch Curly Fries im Gefrierfach und diese diese Bällchen mit Käse drin und irgendwas scharfe Zeug für meine Frau. Die werden wir demnächst noch machen. Ich halte euch jedenfalls auf dem Laufenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wenn ihr Fragen zur Rotatöse habt, einfach in die Kommentare posten. Ich werde mein Bestes tun, euch alle Fragen zu beantworten. Wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich damit arbeite mit der Rotatöse. Und ich schwitze schon wieder, weil es heiß hier in der Küche. Und ja, ich denke mal so, die meisten Sachen kommen dann so nach und nach raus, weil Fisch wollen wir noch machen und so, wie das mit den Temperaturen ist und so. Das kommt dann alles nach und nach. Aber jetzt, Ersteindruck ist schon mal geil. Pommes sind gut geworden. Jetzt gehe ich essen.
Ahoi. Ach, denkt dran. Däumchen ist ein Träumchen. Vergesst nicht, die komische Glocke zu aktivieren. Bis dahin haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.